Und schon wieder zurück bei DSA Sternenschweif und ich habe die Entscheidung getroffen, hier unten nicht reinzugehen. Jedenfalls nicht jetzt. Hier stürzt ständig alles nur ein. Ich habe jetzt mehrere Speicherungen hinter mir, wo ich hin und her gegangen bin. Es ist einfach nur, es ist ein kleiner Bereich, wo ständig die Decke einstürzt und die Leute dermaßen verletzt, dass nichts mehr möglich ist. Also das, nee, das gönne ich dem Spiel nicht. Da gucke ich mich lieber hier weiter um. So. Hier sind noch mehr Orken bestimmt. Jawohl. Das sieht mir nämlich wieder aus wie diese Quartiere der Orks. Und da steht eine Schatztruhe rum und will geplündert werden und ich kann nicht singen. Wobei ich dazu sagen muss, ich war mal im Schulchor. Ja, ich habe mir mal sehr viel Mühe gegeben mit dem Singen und es war schlecht. Naja, was ich letzte Folge noch ganz dringend erzählen wollte, wozu wir aber nicht mehr gekommen sind. Ne? Early Access Thema. Und Steam, dauernde Verfügbarkeit von Spielen und eben, das fließt so ein bisschen in die Thematik mit rein, wie man Spiele patcht und wie man sie damals gepatcht hat oder eben nicht und wie man sie heute patcht. Und damals ging es halt nicht, das Spiel kam so auf den Markt, wie es war und es gab keine Möglichkeit, einfach mal eben so einen First-Day-Patch oder so einen Massen-Patch nachzuschieben, wenn da gravierende Fehler drin waren. Dann wurde das Spiel einfach als schlecht betitelt. Und da gibt es genug Beispiele davon, von Spielen, die auch heutzutage noch, also diese Retro-Spiele, wo gesagt wird, das Spiel ist fast unspielbar, weil es einfach total verbuggt ist. Und das wurde ja nie behoben, weil es gab keine Möglichkeit, einen riesigen Patch nachzuschieben. Deutsche Säbel, oh Gott. 38 Silberstücke, okay. Es gab keine Möglichkeit, einen Patch nachzuschieben. Und ja, heutzutage gibt es diese Möglichkeit. Vor allen Dingen über Steam, wo wir es mittlerweile... Hä? Wo wir es mittlerweile gewohnt sind, dass alle paar Minuten ein neuer Patch rauskommt und ein Spiel dann auch nachgepatcht wird. Ich sag nur Pathfinder Kingmaker, das ich ja im Augenblick auch spiele. Ach, schau mal einer an. Aha. Ja, und durch die Tür kommen wir nicht durch, weil wir keinen Schlüssel haben, ernsthaft? Ja, danke auch. Super. Das ist großartig. Ich sag nur Pathfinder Kingmaker. Da kam schon am ersten Tag, als es rausgekommen ist, ein großer Patch raus und es kommen bis heute, es sind jetzt mehrere Monate vergangen seit dem Release von Pathfinder Kingmaker und ich muss sagen, es ist ein großartiges Spiel, aber es kommen halt Patches, 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 Patches und es kommen immer wieder Gigabyte große Patches, die nachgeliefert werden. Wir müssen nach Osten weiter. Gigabyte große Patches, die nachgeliefert werden, weil einfach dann doch so viel an dem Spiel nicht gestimmt hat, als rausgebracht wurde. Natürlich verstehe ich auch vollkommen, dass die Publisher heutzutage natürlich einen gewissen Druck machen. Die wollen mit dem Spiel Geld verdienen, es soll auf den Markt und es soll nach Möglichkeit zu einem Augenblick auf den Markt, wo es auch die besten Einschlagsmöglichkeiten hat. Hier scheint der Boden so konstruiert zu sein, dass er in einem Stück wegklappen und wahrscheinlich eine hässliche Grube freilegen kann, aber wir haben es entdeckt. So, und das ist ja ganz normal, dass die Leute damit auch Geld verdienen wollen und vor allen Dingen der Entwickler will ja auch bezahlt werden. Das bedeutet, ja, das bedeutet, ich blocke hier mal eben den Magier. So, dass natürlich dann so ein Spiel auch rausgebracht wird, auch unter der Prämisse, dass man ja davon ausgeht, dass man noch Patches nachliefern kann. Ne? Also es ist nicht mehr diese Schwierigkeit da und das verringert natürlich auch die Skrupel, ein unfertiges Spiel rauszubringen, von dem man weiß, dass es eventuell noch den ein oder anderen Feinschliff braucht, den man dann eben nicht investiert, sondern das Spiel einfach rausbringt und sich sagt, ich kann ja immer noch einen Patch nachschieben. Und das ist dann, das ist die dunkle Seite der stetigen Verfügbarkeit und von Steam, das einerseits natürlich schön ist, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, nochmal Fehler zu beheben, andererseits ist grundsätzlich dann natürlich auch die, ja, ich sag mal, die Messlatte ein bisschen runtersetzt, zu sagen, ich bringe auch ein Spiel raus, auch wenn ich weiß, dass da noch Fehler drin sind, weil das kann ich ja nachher noch beheben. Ist natürlich immer nicht, ist nie schön, aber viele machen das mittlerweile. Und, wie gesagt, mir ist es selber passiert, es weckt natürlich auch beim Spieler selbst diese ganze Early Access Sache, wo man dann weiß, Spiele werden weiterentwickelt und da kommt noch Content dazu und, weckt beim Spieler selbst ja auch gewisse Erwartungen. Und das ist das, was mir selber passiert ist bei Dawn of Man. Und Dawn of Man ist so, wie es ist, ein richtig schönes Spiel. Das hat 20 Stunden und 30 Stunden richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und für das Geld, das waren irgendwie 11 Euro oder so, kann man nur sagen, einwandfrei. Alles richtig gemacht, das Spiel ist schön, das Spiel ist lustig, das Spiel ist spannend. Und für den Preis 20, 30 Stunden Spielspaß, das ist okay.
Das ist vollkommen okay. Mehr erwarte ich aktuell auch nicht wirklich von einem Spiel. Es gibt Spiele, die sind deutlich günstiger. Wie zum Beispiel Conan Exiles habe ich bekommen für irgendwie 12 Euro. Natürlich im Sale, aber trotzdem. Und da habe ich mittlerweile schon 250 Spielstunden oder 270 Spielstunden sogar drin. Da ist der die pro Stunde Spaß, Bezahlung, natürlich noch eine ganz andere Rechnung. Ne? Aber grundsätzlich ist Dawn of Man ein wirklich gutes Spiel, das ich jedem empfehlen kann und das auch wirklich für den Zeitraum, den es angibt, Spaß macht. Und trotzdem sitzt man am Ende da und denkt sich, Mann, bist du hässlich. Trotzdem sitzt man am Ende da und denkt sich, das haben die Entwickler gut gemacht und da könnte man noch dieses und jenes machen und da erwarte ich eigentlich noch, dass es noch diesen Modus gibt und diese Funktion müsste man noch hinzufügen. Also da kommt ein fertiges Spiel, das nicht Early Access ist und als Spieler denkt man einfach, das muss weiterentwickelt werden, da will ich jetzt mehr. Also ich habe das Spiel schon gekauft, aber ich möchte jetzt Patches haben, die das Spiel erweitern. Das ist so eine Erwartungshaltung, die ich bei mir selber bemerkt habe und mir dann dachte später, das war eigentlich Blödsinn, weil du hast das Spiel gekauft, so wie es ist, es ist fertig, da muss nicht noch mehr kommen. In schweren hölzernen Kisten verpackt, scheint sich hier ein mechanisches Gerät zu befinden. Als ihr die Kisten vorsichtig öffnet, erkennt ihr zwei Hornissen und zwei Kisten mit schweren Bolzen. Wissen die Götter, wie die Orks an dieses Kriegsgerät gekommen sind? Wir werden mitnehmen? Wir zerstören die, oder? Weil ich weiß nicht, wie wir die mitnehmen sollen. Wo sollen wir sie denn hinbringen? Mit wenigen sicheren Schnitten durchtrennt ihr die Sehnen der beiden riesigen Armbrüste und blockiert ihren Lademechanismus. Dann deckt ihr das Segeltuch wieder über die Konstruktion. Ist, glaube ich, die bessere Alternative, als jetzt die Hornissen mit sich rumzuschleppen. Was ist das hier? Ein hässlicher Ork. Eine fast 2,5 Schritt hohe, steinerne Statue des orkischen Kriegsgottes Brazorak, verziert mit allerlei Schmuck aus Kupfer und Messing. In der rechten Hand trägt sie einen anscheinend echten Arbach. Wir werden die Statue zerstören. Mit wenigen wuchtigen Hieben zerschlagt ihr das Götzenbild. Ich bin schlimmer als die Orks. Ja, man muss auch mal grob sein in dieser Festung. Ja, das war zu erwarten. Ich habe den Magier noch immer nicht in die Mitte gestellt. Aber er steht jetzt wieder richtig. Das ist ganz kurios. Ganz kurios. Naja, und dann saß ich halt da und habe Dawn of Man gespielt und dachte mir, das wäre ja cool, wenn man hier noch eine Übersichtskarte hätte und dann müsste man das noch hinzufügen und diese Komfortfunktion müsste noch eingefügt werden und dann würde ich mir wünschen, dass man auch über das Eisenzeitalter hinaus seine Siedlung begleiten kann und dies sollte noch dazu und jenes noch dazu. Und bis mir dann mal auch gedanklich aufgefallen ist, Mensch, die haben das Spiel rausgebracht. Da stand nicht Early Access, da stand auch nicht, das Spiel wird weiterentwickelt, da stand 11 Euro für dieses Spiel. Und trotzdem geht man eben mit so einer instinktiven Erwartungshaltung an die Sache ran, weil das einfach mittlerweile normal geworden ist, dass Spiele immer weiterentwickelt und nochmal Patches und Content und was nicht alles nachbekommen. Ja, und das ist dann die dunkle Seite auf Seiten der Spieler, die das so ein bisschen mit sich bringt. Da war wieder ein Bierfass, das... Oh, hier geht's auch raus. In diesem Ständer stehen und liegen diverse Waffen der Ork-Wachen. Waffen zerstören. Waffen mitnehmen? Waffen zerstören. Mitnehmen? Zerstören. Mitnehmen? Mitnehmen ist schwierig, glaube ich. Ich habe nichts mehr zum Mitnehmen. Diverse Waffen der Ork-Wachen. Ach komm, wir zerstören die Dinger, oder? Ihr zerschlagt die Waffen der Orks. Leider geht das nicht ganz lautlos vor sich. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben alle, die hätten kommen können, schon umgebracht. Ich glaube, es gab hier aber noch einen Gang, den ich nicht entdeckt habe. Nämlich hier unten. Diesen, jenen hier. Diese Tür haben wir ja ausgelassen, weil da nur eine Falle war und diesen Bereich haben wir auch ausgelassen, weil hier nur Steine runtergefallen sind. Und da ist noch eine Tür, die ich gar nicht entdeckt habe. Ach du Jemine. Ja, okay, wir müssen nochmal zurücklatschen und dann werden wir hier oben oder da unten rausgehen und werden uns auf den Weg nach Tiefhusen machen, um dort mal die ganzen Sachen loszuwerden. Tiefhusen ist ja eine von Orken besetzt oder zumindest umzingelte Stadt, die aber mittlerweile wieder in Frieden lebt, mehr oder weniger, dadurch, dass sie halt schon erobert wurden, in Anführungszeichen. Insofern weiß ich nicht, ob die das gut finden, wenn ich da mit ganz viel Ork-Plünderkram plötzlich aus den Bergen komme. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht zu Irritationen führt. Nicht nach Norden, nach Westen wollte ich. Genau hier lang und dann links abbiegen nach Süden. Mhm, und dann ganz nach Süden und dann einfach links rum und geradeaus weiter. Dann haben wir nämlich schon mal den Gang, den wir erkunden wollten und dann gucken wir da unten noch den Raum an.
Moment. Da ist ja schon wieder so. Ach nee, das ist doch das Bild von. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ach, da unten. Ah, in dem Raum. Ah, ich bin ja auch doof. Glaube ich, hier noch einfach nicht entdeckt. Hier lagern eine Menge Speerspitzen, einige Dolche ohne Griff, eine Spitzhacke und ein gebrauchsfertiger Säbel. Wollt ihr etwas davon an euch nehmen? Nein. Ich habe mehr als genug Zeug bei mir. Ich weiß eh nicht, wohin damit. So, jetzt haben wir hier alles erkundet. Dann geradeaus, dann links und dann hier runter. Mhm. Ja, so viel zu meiner Orientierung auf der Karte. Es ist furchtbar mit mir. Achso, hier ist ja nur einfach der andere Raum. Runter und dann wieder, ja, den Gang folgen und dann nach rechts abbiegen. Okay, ich verstehe. Hier rein abbiegen. Und dann hier nach Norden. Und dann müssten wir in diesen Raum kommen. Schloss knacken und finden Orken. Keine Orken. Nur ein komisches Steinquader. Der Altar scheint aus einem Block gehauen zu sein. Auf der Oberseite erkennt ihr eine flache Mulde, in der sich Reste von getrocknetem Blut befinden. Igidigidigid. Hier haben sie anscheinend ihre Opferrituale durchgeführt. Aber viel machen kann ich hier gerade nicht, ne? Einfach nur der Ork-Altar, der hier rumsteht. Kann ich den nicht irgendwie zerstören? Ja, ich kann nichts machen, leider. Na gut, dann haben wir zumindest auch den Altar entdeckt. Das bedeutet für uns, wir haben die Festung Blutzinnen einmal komplett entdeckt. Gut, bis auf die Bereiche, wo ich mich schlicht und ergreifend geweigert habe, da reinzugehen, weil es absolut sinnlos ist. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo waren denn die Ausgänge? Ich glaube, die Ausgänge waren hier. Genau, hier war einer. Das heißt, nach Süden und dann nach Osten abbiegen und einfach immer weiter geradeaus. Okay, wir machen uns also auf den Weg zurück nach Tiefhusen. Meine Güte, das war jetzt doch ein langes Abenteuer in den Ork-Zinnen, in den Blutzinnen hier. Ich glaube, ich bin richtig, ne? Ich glaube, ich bin... Ich habe mich verlaufen. Es ist... Okay, einfach weiter nach Osten. Ja, ich war doch richtig. Ich habe es richtig gemacht. Hm. Sehr gut. Also, und das die andere Sache ist natürlich das mit den DLCs. Sagt man ja immer so gerne, die DLCs. Download-Content, oder ist das richtig? Oder eben Add-ons. Und früher... Damals... Hier führt eine flache Rampe hinaus. Das Tal vor euch ist vom Tageslicht erhellt. Es scheint, als hättet ihr es geschafft. Naja, habe ich auch. Losmarschieren. Übrigens, die Festung ist hier, ne? Und man kommt nur rein, wenn man diesen Weg hier nimmt. Sonst kommt man da gar nicht rein. Jetzt muss ich den Weg zurück nach Tiefhusen finden und das wird ein langer Marsch. Ja, wir haben genug Proviant dabei. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe wieder auf unseren Lagerspeicherplätzen speichern. Lager. Wir haben es endlich geschafft. Endlich geschafft. Alter, was? Der Ork ist weg. Nein! Ja, ich hoffe mal, er hatte nichts mehr dabei, was irgendwie von Relevanz war. Jagen Valaria, Wache Andros, Ludwig und ihr passt. Achso, das war das... Oh Gott, ich habe gerade schon gedacht, alle krank oder was? Nee, das war das, die Blume, die wir gegessen haben. Oh, Ludwig weg, Valaria. Was ist denn los? Fragt Valaria noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört, antwortet Ludwig. Lecker Harpienschenkel. Ja, DLCs und Downloadable Content oder halt dieses ganze Konstrukt im Sinne von, man schiebt einfach noch Content hinterher, wenn es zu wenig ist. Wenn man in das Hauptspiel zu wenig reingepackt hat, dann sagt man den Leuten einfach, Mensch, kauf doch das Hauptspiel für 30 Euro. Da hast du zwar nur 10 Stunden Spaß, aber es kommen ja noch DLCs. Keine Sorge. Aber sowas war damals halt nicht wirklich möglich, ne? Da musste einfach dann, wenn ein DLC rauskam, dann mussten die Leute ja trotzdem nochmal in den Laden und ein neues Spiel kaufen quasi. Insofern war das dann kein DLC. Sowas wie die Nordland-Trilogie. Ich weiß, es gibt da mittlerweile die HD-Remake-Version, die aber gar nicht so gut sein soll. Habe ich zumindest gehört. Ich werde sie trotzdem ausprobieren, ohne jeden Zweifel. Aber diese HD-Version normalerweise, heutzutage wäre das so eine Sache, da würde man sagen, wir bringen das Spiel raus, die Nordland-Trilogie. Und zu diesem Spiel gibt es dann zwei DLCs, nämlich Sternenschweif und Schatten über Riva. So dass es quasi ein Spiel ist mit zwei DLCs. Wäre normalerweise wahrscheinlich die Vorgehensweise, aber ich glaube, die Nordland-Trilogie, wie sie aktuell ist, die wurde mittlerweile bis Sternenschweif rausgebracht, also die HD-Version. Und das sind auch zwei einzelne Spiele. Meine ich zumindest. Aber sowas wäre möglich, ne? Und damals konnte halt keine DLCs einfach mal so nachschieben.
hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Leute, also viele Entwickler, gerade die kleineren Indie-Entwickler, Spiele rausbringen, die eigentlich relativ unfertig wirken. Wo auch viele Patches fehlen, wo auch ganz viel Content teilweise fehlt und dann heißt es plötzlich, Mensch, du hast ein Spiel für 30 oder 60 Euro gekauft. Das leisten sich auch die großen Entwickler. Du hast ein Spiel für 60 Euro gekauft und übrigens, das Spiel macht nur 30 Stunden Spaß. Und wenn du mehr Spaß haben willst, keine Sorge, wir bringen ja ein DLC raus, das kostet dann nochmal 19 Euro und dann hast du wieder für 10 Stunden Spaß. Juhu, ist das nicht toll? Was tun wir nicht alles für die Spieler? Ja, super. Also das sind auch so Dinge, so Auswüchse, wo ich mir denke, muss das denn wirklich sein? Muss man darauf bauen, dass die Leute nicht nur ein Spiel für 60 Euro kaufen, sondern dann auch noch, um weiterhin Spaß haben zu können, oder um überhaupt Spaß zu haben mit dem Spiel, dann auch noch... Jetzt haben sie wieder alle nicht geschlafen, ich weiß. Wahrscheinlich sind auch alle krank. Nee, zum Glück nicht. Um dann überhaupt Spaß mit dem Spiel haben zu können, ne? Das ist... Ah, das Charisma ist auch wieder da, von der, wo wir uns dadurch diese Innereien gewühlt haben. Ekelhaft. So, die Reise wird ein bisschen länger dauern, fürchte ich. Lager 2, speichern, jawohl. Mhm. So, der Ork ist einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Aber gut, der hat ja auch gesagt, er möchte eigentlich nur fliehen, ne? Und deswegen, nachdem er dann draußen war, kann ich mir schon vorstellen, dass er einfach die Beine in die Hand genommen hat und zusammen mit unserem Plündergut, mit unserem schwerlich... zusammengesammelten Plündergut abgehauen ist. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, hier durch die Berge zu gehen. Achso, hier könnte ich dann direkt nach oben gehen. Ich weiß nicht, ob das... Ich probiere es mal aus. Lieber aus den Bergen raus und nochmal einen anderen Weg nehmen. Vielleicht werden wir auf dem Weg hier auch noch das ein oder andere erleben. Das könnte ja auch sein. Wobei, ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Wohin mit dem ganzen Zeug, ne? Ereignislose Nächte, ohne dass jemand krank wird, das sind mir die liebsten Nächte bei DSA. Ja, also die DSA HD Remake-Versionen, die würde ich wirklich gerne auch einfach ausprobieren, ne? Also diese ganzen Remake-Versionen von Sternenschweif, Schicksalsklinge und Schatten über Riva, das soll aber noch rauskommen. Zumindest so mein letzter Stand. Hab mich da nicht mehr so genau informiert. Ich weiß auch nicht wirklich, wie gut diese Spiele sind, aber als DSA-Rianer... bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, außer diese Spiele auch zu spielen. Das ist also ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Wir bewegen uns entlang des Flusses, müssten dann da oben in diese Stadt kommen. Also in dieses kleine, wo wir vielleicht die Herberge aufsuchen können. Und von da aus müsste der Weg dann leichter sein nach Tiefhusen. Speichern. Dankeschön. Eigentlich muss sie gar nicht mehr jagen, weil wir haben so viel Proviant mit dabei und Wasser muss sie ja auch nicht mehr finden. Eigentlich ist das... Achso, hier kann ich nach Osten und dann kommen wir an den Weg da vorne, glaube ich, ja? Jawohl. Von hier aus dann nach Norden. Und dann können wir die alten Einstellungen eigentlich auch mal beschreiben, dann kann sie nämlich wieder Kräuter suchen. Ich meine nicht, dass sie nicht ohnehin schon voll wäre mit Zeug, aber dann kann sie noch voller mit Zeug werden. Ist das nicht schön, Valaria? Ja, ich sag nichts dazu. Kräuter suchen. Valaria, 3 Stunden bitte. 4-blättrige Einbeeren. Achso, 3 4-blättrige Einbeeren. Wachen sind aber trotzdem Androsch, Ludwig und Brüder. Dankeschön. Zurück. Jetzt können wir schlafen. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie die Preise dann tatsächlich sind. Denn diese Reise werde ich ja dann das ein oder andere Mal hinter mich bringen müssen. Mitten im Wald auf einer kleinen Lichtung erreicht ihr einen Zartempel. Ein paar Holzhütten stehen am Rand der Lichtung im Schutz der Bäume. Wollt ihr euren Weg fortsetzen? Und zwar nach hier oben... Lagerplatz suchen. Alte Einstellungen. Ja, Kräutersuche passt perfekt. Keine Kräuter, schade. Aber so kann man dann, und das stand auch in den Kommentaren drin, so kann man natürlich noch zusätzlichen Gewinn machen aus diesen... Hä? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was war denn das jetzt? Was haben sie denn da gemacht? Ja gut, ich meine, wir haben den Weg jetzt entdeckt, aber das war nicht Sinn der Sache, Leute. Das war wirklich nicht Sinn der Sache. Na gut, solange sie alle nicht krank werden, bin ich damit konform. Dann ist das für mich okay. Auch wenn der Weg jetzt sich wieder in die Länge zieht. Ach ja, was willst du machen, ne? Manchmal sind die Leute einfach doof. Oder vielleicht bin ich ja auch schuld. Ich will's, ein Wirselkraut. Ich will's gar nicht immer auf die Leute schieben. Vielleicht bin ich ja auch schuld. Ich akzeptiere es. Meine Schuld. So, Weg fortsetzen. Aber jetzt...
hierhin war also falsch, dahin war auch falsch. Aber hier ist doch, hier wird doch eindeutig ein Weg angezeigt. Warte mal. Mögliche Richtungen. Kann ich nicht hier noch irgendwie meine Route planen? So, das war... Von da komme ich. Das ist hierhin. Ja, genau dahin sollten sie eigentlich gehen. Habe ich mich eben verklickt? Das kann durchaus möglich sein. So, dass mir hier keiner krank wird. Das wäre 4 Tarnelen. Oh nein, Konrad ist krank. Und ich sag noch, dass mir keiner krank wird. Aber das können wir heilen. Das ist, glaube ich, nur Dummschädel. Gegen Dummschädel haben wir das ein oder andere Mittel. Ihr entdeckt ein Reh im Gebüsch. Wollt ihr versuchen, es zu schießen? Nein, wir sind heute sehr friedfertig. So, Heißhunger treibt uns dazu. Dann wird jetzt erstmal die Krankheit geheilt. Nicht Brüder. Valaria versucht Krankheit heilen auf Konrad. Zar sei Dank. Ja, sie ist mittlerweile nämlich ziemlich gut im Krankheit heilen. Das habe ich ja extra auch nochmal geskillt bei den letzten Stufenaufstiegen, weil sie ja unsere Naturheilkundlerin ist, die mit den Kräutern, die sie findet, auch sofort das Richtige anstellen kann. Und keine Überfälle, keine Orks, kein gar nichts. Gut, ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten Orks, die wir hätten treffen können, ihr erreicht das Weltufer, wo ein morscher Bootssteg in den Fluten steht. Richtung Norden verliert sich der Weg im Ufermorast und ihr könnt dort unmöglich weitergehen. Boah, Mann, nee, das gibt's doch nicht. Warum werden mir denn da Wege angezeigt, die ich nie gehen kann? Ja Gott, ich sag nichts mehr dazu. Was soll man machen? Ich hab keine Chance. Das Spiel hasst mich. Die Folge geht jetzt so lange, bis ich in der Stadt angekommen bin. Es tut mir echt leid. Es tut mir überhaupt nicht leid. Wenn euch die Folge zu lang ist, dann beschwert euch doch bei den... Oh. Ja, weißt du was? Dann machen wir vielleicht einfach nächste Folge weiter, denn ich möchte schon zeigen, was die Sachen bringen, die wir dann verkaufen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das am besten machen. Vielleicht mache ich dann auch so einen kleinen Cut. Und dann werde ich mich dann zwischen der Folge einfach hin und her bewegen und dann gucken wir mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.